Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen. Schönen Dank, dass ihr mit dabei seid. Schönen Dank, dass du mit dabei bist. Und ja, auf geht's. Wir haben einen Sack voller Arbeit, wie man ja an der Liste unschwer sehen kann. Und gut. Ja, mit den Dieben ist das auch noch so eine Geschichte. Aber da bin ich dran, da bin ich dran. Das kriegen wir hin. Denke ich mal. Früher oder später. Was mich interessieren würde, ich habe ja hier die Leute da auf den Weg geschickt. Wie weit sind die mit ihrer Entdeckung? Wo sind die überhaupt? Kann man das sehen? Ich klicke das Gebäude mal an. Da müssten eigentlich die entsprechenden Leute markiert sein, ne? So kenne ich das nur. Es sind drei an der Zahl. Ach, schau mal, was da ist. Ach, das mysteriöse Ort. Das ist gar kein Banditenlager in dem Fall. Okay. Aber die Leute, die hier irgendwie auf Entdeckung sind. Oh. Tatsächlich habe ich das Ding da hingesetzt. Ja, das erklärt es natürlich. Moment mal eben. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da. Ach, ich bin ja auch dumm. Natürlich. So. Dann setzen wir mal das Moped da so hin. In der Hoffnung, dass sie da irgendwas entdecken. Ja, jetzt muss ich natürlich auch noch warten, bis hier, ne, die entsprechenden Grenzsteine versetzt werden. Das wird dauern. Das ist ja. Mal gucken, wie ich das mache. Geht da auch mal auf 5 runter und würde hier jetzt, wenn ich noch normale Wächter habe, ja, habe ich, da auf 5 raufgehen. Und wenn das erforderlich sein sollte, oder ne, dann würde ich den Wachturm nach dahin irgendwie verschieben oder so, und dass er aufgelöst wird und dann wandert der halt dahin, weil die ja nur eine begrenzte Reichweite haben. Warte, 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 warte. Ob ich das gerade so erwähne. Patrouille. Ah ja, ist da. Okay. Das ist. Ah ja. Nee, dann setze ich den mal. Ja, nicht zu weit. Erstmal da so, wenn das geht. Was ist mit dem Teil? Oh, da muss ich das noch machen. Dann würde ich den vielleicht hier so hinsetzen. Schauen wir mal. So, sie dann da eine schwerpunktmäßig sich hinbewegen. Wie sieht es mit diesem Wachturm aus? Habe ich das da schon gemacht? Wahrscheinlich ja. Ah, okay, alles klar. Ja, dann bitte mehr so hier in diesem Bereich, weil da ist so schwerpunktmäßig Wasser, wenn ich das richtig sehe. Und ja. Notierung abgeschlossen, warte auf neue Aufgaben. Da gibt es jede Menge. Ja. Wo sind wir denn? Militärakademie. Drei. Ich gehe hier mal auf 5. Und dann warten wir ab. Schauen wir mal. Alles Weitere ergibt sich. Oh. Okay, da hat sich gerade was erledigt.
Moment, das sind die Nachbarn. Das sind die Nachbarn. Komme ich hier irgendwie hin? Macht das Sinn? Grenze verläuft hier so. Hier den Turm hinsetze, kriege ich den irgendwie? Verbunden? Beispielsweise hier mit dieser Straße, da wird es klappen. So, kurz entschlossen. Dahin. Hallo. Ah, okay. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja. Würde ich anstreben wollen. Eisenlanze und Kettenrüstung ist angesagt. Ach so. Nee, Moment, Augenblick. Falscher Fehler. Kommando zurück. Augenblick, wo ist denn meine... Der Wachturm, um den es geht. Da. Der hat... Drei Wachen, ganz normal. Drei Wachen, mehr ist da nicht. Warte, das Ding wird erstmal eingerissen. So. Und der andere Vogel, wo ist er? So, ne, von beiden und dann passt das. So. Okay. Jo, jo, jo. Ansonsten müssen wir uns natürlich jetzt hier mit den Aufgaben beschäftigen. Wir müssen Waren liefern. Das heißt, ich brauche einen Handelsposten. Hundeschatzkammer brauche ich auch. Da müssen wir, glaube ich, sowieso eine Münzprägerei müssen wir erstmal bauen. Oha. Oha. Schmelzhütte, Silbertagerbau, Eisentag, Moment, Münzprägerei, bin wieder falsch. Da, Münzprägerei. Habe ich Zahnräder, Holz, 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 da. Keine Zahnräder. Muss ich erstmal Holz, wo bist du? Holzwerkstatt, Zahnräder. So, her damit. Dann, nichtsdestotrotz kann ich ja trotzdem schon mal. Wo warst du denn jetzt? Da. Die Münzprägerei in Auftrag geben. Das könnte man hier irgendwo tun. Glaube ich. Denke ich. Hier so. Ja, vielleicht nicht ganz so nah da an das Grenzgebiet dran. Ich setze die mal hier so hin. Münzprägerei. Und wir werden auf jeden Fall dann früher oder später brauchen eine Schatzkammer. Die setze ich direkt daneben. So. Was ist hier los? Warum ist da ein Fähnchen?
keine Planierer verfügbar. Ja, jetzt mach ich ja nicht so ein Hackmack, ne? Planierer brauchen. Ich würde mal so 5 Planierer ins Auge fassen. Da brauchen wir natürlich entsprechend Schaufeln für. Alles gut durchdacht, alles komplett gut durch das bedacht. Wir kriegen das hin. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin. So, hier ist noch einer, der hat auch das Tatorium, hat da auch alles soweit erreicht. Ja, später. Später. Könnte natürlich jetzt noch einen weiteren Wachturm bauen, vielleicht hier so. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Wir haben hier erstmal andere Sachen zu erledigen. So, die Minzbrügerei ist in Auftrag gegeben. Handelsposten wäre auch nochmal so ein Punkt. Handelslager, Unterkunft von Handelnden. Ja, ich brauche erstmal Handelsposten. Da wir hier die Nachbarschaft haben, würde sich dieser Handelsposten dann auch hier in der Nähe durchaus anbieten. Passt ja wie Faust auf Auge, würde ich mal behaupten. Oder vielleicht besser hier so hin. So, Handelsposten. Planiere ist das Problem immer noch. Naja, sobald ihr mit der Münzprägerei fertig sind, sind Planierer auf dem Weg. Werkzeuge müssen natürlich gebaut werden, gar keine Frage, das dauert noch. Da müssen wir uns in Geduld üben, denke ich mal. Das wird darauf hinauslaufen. Und dann kann ich auch mit meinen Schmelzhütten hier nichts reißen. Ja, Material liegt es nicht. Ne? Also genügend Kohle ist da, genügend Eisenerz ist da für diese Hütte. Wie sieht es hiermit aus? Gleicher Stand der Dinge. Also die Eisenproduktion läuft. Das mal so ganz nebenbei bemerkt. Da sind wir immer noch auf dem grünen Zweig. Das lübt. Kann ich eigentlich hier noch ein weiteres Häuschen bauen? Und ja, klar, also bauen kann man immer. Würde das auch was bringen? Das wäre die Frage. Bevölkerung. Großes Wohnhaus. Haben wir ja noch nie gemacht. Ist einfach zu groß. Bleibt in diesem etwas kleineren Gebäude. Dann setzen wir das einfach mal dahin. Ach ja, Planierer fehlt. Ja, alles klar. Ja, Planierer fehlt. Da habe ich nicht dran gedacht. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Da sind wir fertig. Da sind wir fertig. Da wird planiert bis zum Abwinken. Oh, das ist. Aber hallo. Ja, in solchen Situationen, da merkt man da so an, wenn man so das eine oder andere so ein bisschen aus dem Auge verliert. Ich meine, wir haben hier einige Planierer, aber man hat nie genug. Man hat nie genug. Aber es läuft. Ne? Wir kriegen das Ding jetzt hier gewuppt. Und die sind relativ fix dabei, sieht man ja. 60% oder über 60% sind bereits fertiggestellt von dem Untergrund. Das kriegen wir alles hin. Die Mädels machen das. Ja, da laufen die letzten Prozente, die da noch herzustellen sind, zu bearbeiten sind. Nicht herzustellen, sondern zu bearbeiten sind. Und es scheitert immer an den letzten zwei. Das ist überall, ob es um Daten gibt, die man runterzuladen hat oder was auch immer. Ne? Es ist immer das eine Prozent oder die letzten 2%, die dauern ewig. So, okay.
Die sind mit ihrer Arbeit hier fertig und können sich dann hier um das Häuschen kümmern. Wo war es denn? Irgendwo hier in der Ecke. Genau, da wird schon eifrig planiert. Sehr schön. Dann wird dann auch demnächst da gebaut. Münzprägerei ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Hier wird gerade die Schatzkammer hochgezogen. Und läuft, würde ich mal behaupten. Packen wir alles. So, wie weit sind wir? Hallo? Auch hier, ne, sind es wieder die letzten. Oh nein! Oh nein, aber das hölzerne Zahnrad ist unterwegs. Ja, ich wird schon angezeigt. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis es da ist. Bis es da ist, schaue ich mal ganz kurz. Wo ist die Holzwerkstatt? Gut. Diese Diebe, ja, diese fürchterlichen Diebe, die mir immer Sachen stehlen. Ich dringend wahrscheinlich selber gerade brauche. Wo ist denn die verdammte Holzwerkstatt? Da. Zahnräder hier, aber zack ich. Ja, er hat aber noch. Er hat noch. Okay. Ich mach mal 10. Sind wir da mal nicht so hoch. So, wie weit sind wir mit den Dingen, die wir da bauen wollen? Wo waren sie denn jetzt gleich? Da. Nein. Doch. Es sind immer noch die 94%. Hier wird es wahrscheinlich das gleiche Problem sein. Nein, gar nicht wahr. Der braucht keine Zahnräder, der braucht nur Holz und Stein. Der ist auch schon erheblich weiter mit seinem Gebäude hier. Auch da sind es die letzten 4%, hier sind die letzten 6. Wo bleibt der Zahnrad? Hallo Zahnrad? Da kommt es, da wird es geliefert. Es ist auf dem Weg. Es ist fast da. Ich kann es schon spüren, ich kann es quasi riechen. So, Schatzkammer ist fertig. Ja, ich würde sagen, alles, ne, alles, was da ist, rein damit. Ich mache mal keine Begrenzung. Wie sieht es hier mit aus? Handelsposten, was braucht der? Holz im Wesentlichen, das Holz ist unterwegs. Cool. Münzprägerei, da kommt das letzte Zahnrad. Da wird es abgelegt, juhu. Damit ist die Münzprägerei fast fertig. So. Okay. Warum ich hier hängen bleibe, ich will dem gucken, was er dafür einen Auftrag durchführen kann und so weiter und so fort. Deswegen die ganze Rumhängerei hier. Die letzten Prozente laufen. Ja, macht. Ne? Sehr gut. So, Silbermünzen geht in Ordnung, Kupfermünzen geht in Ordnung. Alles Taco. Und dann mach mal. Damit ist der soweit einsatzfähig. Wir haben tatsächlich hier eine neue kleine, ein neues kleines Wohnhaus. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, wir müssen Silbermünzen lagern, wir müssen Kupfermünzen lagern. Da sind wir dabei, das entsprechend durchzuführen. Und da müssen wir sehr viel, noch sehr hier sehr viel tun. Vor allem Reichtum schaffen und so. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Was ist hier los? Rüstungsschmiede, was? Aufträge pausieren? Warum? Aber zackig. Das sind. Ne, das über den Eisenlanzen brauchen wir erstmal nicht so, glaube ich. Ich mache mal hier nochmal 10. Da kommen einmal noch 5 Eisenlanzen fertig. Ab die Lauge. Ja, gut. Wir kommen noch ganz gut voran hier. Ich bin ganz guter Dinge. Einziges, was natürlich stört, sind diese Diebe, die immer wieder auftauchen. Aber ich glaube, da kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir gewuppt, früher oder später auf jeden Fall. Ich danke für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.